Ich habe das Unternehmen Ökotech 1999 gegründet mit dem Schwerpunkt Energieeffizienz für industrielle Prozesse. Wir schauen uns bei unseren Kunden alle energierelevanten Themen an. Wir haben mittlerweile Projekte bei über 800 Industrie- und Gewerbekunden durchgeführt, haben hier ein sehr gutes, innovatives Team von 35 Mitarbeitern. Zunächst mal gehen wir zum Kunden und analysieren den Effizienzbedarf in den verschiedenen energierelevanten Bereichen. Wir haben in den letzten Jahren ein Produkt entwickelt, das heißt Energieeffizienzcontrolling, ENEFCO. Damit können wir den Kunden kontinuierlich die Effizienzen der Prozesse aufzeigen. Darüber hinaus entwickeln wir seit vielen Jahren für die Kunden innovative Lösungen. Also wir machen relativ viel angewandte Forschung und Entwicklung. Wir machen seit über 10 Jahren Industrienetzwerke, bisher über 30, bei denen wir die Kunden mit innovativen Lösungen betreuen. Und wir haben einen Bereich, wo wir auch Schulungsmaßnahmen den Kunden anbieten. Energie ist unser drittgrößter Kostenfaktor nach Personal und Rohstoffen. Wir haben gemeinsam mit Firma Ökotech 15 Maßnahmen identifiziert, inzwischen 255.000 Euro investiert und haben einen hervorragenden Payback-Zeit. Innerhalb von 2 bis 3 Jahren kommt die Investition zurück und danach wird Geld verdient. Ja, das war ganz interessant, weil bei der Firma Moll Marzipan sind wir über ein Netzwerk Energieeffizienz eingestiegen. Moll ist in das Netzwerk Energieeffizienz Berlin eingetreten und im Rahmen dieses Netzwerkes haben wir dann auch den Betrieb auf Einsparpotenziale untersucht. Haben uns den ganzen Betrieb angeguckt und haben 15 Maßnahmen in der Größenordnung gefunden, auch beschrieben und die Wirtschaftlichkeit betrachtet. Und danach ging es natürlich darum, in die Diskussion einzusteigen, was davon wird jetzt wie auch umgesetzt. Durch den Einstieg in das Netzwerk Energieeffizienz hat sich bei der Firma Moll eine ganze Menge getan im Bereich Energieeinsparung. Im Nachgang auch zu der Umsetzung von Maßnahmen wurde auch ein Energiemanagementsystem nach der ISO 50001 eingeführt. Da waren wir auch beteiligt bei diesem Projekt. Beim Energiemanagement gemäß ISO 50001 kommt es nicht nur darauf an, was man machen muss gemäß Normen, sondern vor allen Dingen, wie man das Ganze macht, damit es praxistauglich ist und auch wirklich Energie spart. Wir als Ökotech Energiemanagement haben dabei schon über 100 Unternehmen begleitet zur Zertifizierung, vom Mittelständler bis hin zum großen DAX-Unternehmen mit mehreren tausend Standorten. Einen weiteren Vorteil, den wir bieten können, ist, dass wir uns nicht nur in der Managementsystemlandschaft auskennen, sondern eben auch in der Prozess- und Anlagentechnik. Ökotech bietet eine Softwarelösung für Energieeffizienzcontrolling an. Diese heißt ENEFCO und wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Sie umfasst nicht nur eine Software, sondern auch Dienstleistungen. Wir lassen unsere Kunden also nicht alleine bei der Vorbereitung des Systems, bei der Auswahl der richtigen Messtechnik, bei der Implementierung und dann auch bei der Schulung und Anwendung des Systems. ENEFCO bietet eine Vielzahl an Funktionen, die auf die Anforderungen des Unternehmens angepasst werden können. Diese sind zum Beispiel die Echtzeitanalyse, Benchmarking, Anlagenüberwachung und auch das Maßnahmenmanagement. Ökotech unterstützt Energieeffizienznetzwerke in verschiedenen Rollen. Als energietechnischer Berater, Moderator, Netzwerkträger, Experte für Fachvorträge oder als Unterstützer für den Monitoring-Prozess. Und egal in welcher Rolle wir in Netzwerken aktiv sind, tragen wir systematisch zur Energieeffizienzsteigerung und zum Klimaschutz bei. Darüber hinaus führen wir Schulungen in Unternehmen und Fachvorträge auf Veranstaltungen und Kongresse durch zu allen möglichen Themen der Energieeffizienz, wie zum Beispiel Energiemanagement nach ISO 50001, das ganze Portfolio rund um Querschnittstechnologien sowie Energiekennzahlen. Wir wollen unsere umfangreichen Beratungs- und Umsetzungserfahrungen im Bereich der Energieeffizienz automatisieren und systematisieren. Aus diesem Grund entwickeln wir Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die wir gemeinsam mit Industrie- und Forschungspartnern durchführen.